Der Paulus macht im Philipperbrief an seine Freunde in Philippi eigentlich eine atemberaubende Ermutigung, oder er will sie ermutigen und fordert sie raus. Lesen wir es gerade mal. Philipper 4, Vers 4 und folgende. Freut euch, was auch immer passiert. Freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und nochmal sage ich euch, freut euch. Paulus sagt nochmal, hey, freut euch, in allem hinein. Das ist wahnsinnig. Dann geht es weiter. Seid freundlich im Umgang mit allen Menschen. Ihr wisst ja, dass das Kommen vom Herrn näher ist. Macht euch um nichts Sorgen. Hast du das gehört? Macht euch um nichts Sorgen. Um nichts. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Also, statt sich Sorgen machen, red mit deinem Vater im Himmel. Statt Sorgen machen, bring das, was dich bewegt, das, was du brauchst, bring es auf den Tisch vor Jesus. Und vertrau darauf, dass er der grosse Versorger ist, dass er Antworten und Lösungen hat, dass er deine Gedanken mit neuen Gedanken von ihm füllt, damit du wieder weiter siehst und Lösungen hast. Dann geht es noch weiter. Dann wird der Friede von Gott, wo weit über alles Verstehen rausgeht, über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren. Euch, ihr, die mit Jesus Christus verbunden sind. Also, sich pausenlos freuen, selbstverständlich sagt die Bibel auch, dass wir sollen trauern mit den Traurigen, weinen mit den Weinenden, auch lachen mit den Lachenden. Es geht nicht darum, dass es nicht Zeit der Trauer gibt, aber auch in dem Sinne, oder in Zeiten von Herausforderungen, ist die Herausforderung klar von der Bibel. Freu dich! Du kannst auch in traurigen Zeiten kannst du immer wieder Punkte und Momente der Freude sehen. Und der Paulus doppelt an, sagt, freut euch. Und ich sage es nochmal, freut euch. Freude setzt sogar etwas bei uns im Hirn frei, das unserem ganzen Körper gut tut. Es leitet deine Gedanken auf andere Bahnen, auf andere Wege. Freude setzt Endorphin und weitere Botenstoffe frei, die deinem ganzen Körper gut tut, die die Angst buchstäblich minimiert und vertreibt, weil nachher andere Empfindungen und andere, wie soll ich dem sagen, andere Gedankenströme im Fokus sind. Also Freude hat etwas ganz, ganz Starkes an sich. Und dann weiter, der Friede von Gott, der weit über unser Verstehen ist, wird sich in unserem Herz setzen. Also Freude, sich keine Sorgen machen, mit Jesus über alles austauschen, die Anliegen bringen, das ist viel besser, als sich in den Sorgen wälzen. Dann kommt ein tiefer Frieden, der dich so etwas von gelassen macht, der dich trägt, der dich umarmt, der dich umgibt, der wie ein Schutz ist. Und dieser Frieden, das Vertrauen, das wünsche ich dir, gerade jetzt, heute und in dieser kommenden Woche. Setz dein Vertrauen auf ihn, freu dich, freu dich, freu dich. Und Sorgen machen, das sagt der Paulus. Das vergiss mal. Bevor dich sorgst, red mit dem Vater im Himmel. Bring dein Anliegen. Tausch mit ihm aus. Lass dich von ihm umarmen. Lass dich von ihm trösten. Lass dich von ihm dich anspornen und anführen. Er ist der grossartige Vater im Himmel. Und Jesus, unser König und Herr, er ist der, der uns von Herzen liebt und von Herzen ruft, komm und tritt in meine Fußstapfen, wird mir ähnlich und freu dich mit mir. Wirf die Sorgen fort und vertrau und lass dich vom Frieden von mir tief, tief segnen und befrieden. Guten Tag.